Neben einzelnen Filmen im Scanner, wo Keep Case veröffentlicht, Indicator, aber ab und zu auch mehrere Filme in einem Boxset. Und da habe ich euch ja wie bereits erwähnt die Bloody Terror Box mit 5 Filmen von Regisseur Norman J. Warren bereits hier auf dem Kanal vorgestellt. Diese Box ist allerdings etwas Besonderes, weil die 5 Filme hier in einzelnen kleinen Digipacks vorliegen. Und das ist etwas anders, als sie es früher gemacht haben bei zum Beispiel den Ray Harryhausen Boxsets. Da sind die Filme nämlich ebenfalls in den Scanner wo Keep Cases, dafür aber eben 3 Stück. Und wenn wir eben sehen, dass wir hier nach wie vor unten die gewohnten Spine-Nummern haben auf den Keep Cases, hat eben Indicator das sogar fortgesetzt und hier auf dem Boxspine die jeweiligen Nummern angebracht, damit das Ganze im Regal auch schön einheitlich aussieht. Und das ist wirklich etwas, das mich bei Indicator ganz besonders glücklich macht, diese schon fast monkeske Genauigkeit, was ihre Spine-Nummerierungen betrifft. Natürlich, wenn wir jetzt die beiden Ray Harryhausen Boxsets nebeneinander sehen, einerseits die Volume 1 mit den Filmen zwischen 1955 und 1960 und die Volume 2 mit den Filmen zwischen 1961 und 1964, dann fällt auf, dass die Spine-Nummern hier nicht durchgehend sind, weil einfach zwischen den 2 Boxsets auch andere Titel erschienen sind. Das ist allerdings nichts, was man ihnen übel nehmen kann. Ganz im Gegenteil. Ich habe jetzt noch ein weiteres interessantes Detail erkannt, weil wir wollen ja Einheitlichkeit. Und jetzt frage ich mich, warum bringen Sie bei den Ray Harryhausen Boxsets zum Beispiel die Titel als Keep Cases im Schuber, aber bei Bloody Terror die Titel als Digipacks im Schuber? Und die Antwort ist genauso einfach wie faszinierend. Die Schuber von den Harryhausen Boxsets und dem Bloody Terror Boxset sind nahezu identisch groß. Wir haben vielleicht eine Abweichung von einem halben Millimeter hier oben, wo die normalen Schuber Boxsets größer sind, und hier eine Abweichung von einem Millimeter, wo das Warren Set ein bisschen, mal so halten, sieht man es besser, ein bisschen tiefer ist. Aber das war's. Halten wir die Sets zum Beispiel so aneinander, dann können wir, was ihre Größe betrifft und vor allem eben die Breite im Regal betrifft, kaum einen Unterschied feststellen. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich sage, ich glaube, es gibt kein anderes Label, das ungeachtet der Verpackung, und ich hole jetzt vielleicht noch einfach einmal, man ignoriere die jeweiligen Nummern, weil die sind jetzt natürlich nicht durchgehend, aber die ungeachtet der Verpackung und der Tatsache, ob jetzt etwas ein Boxset ist oder nicht oder sonst irgendwas, einfach ein derartig wunderschönes Rückenbild ergeben. Und natürlich könnte man zum Beispiel eben bei den Boxsets noch dazu hergehen, und beispielsweise einfach die Boxen mit dieser Seite nach vorne reinstellen ins Regal und hätte dann vielleicht ein noch durchgehenderes, identischeres Bild. Aber das ist natürlich etwas, das muss dann wieder jeder für sich selber entscheiden. Aber eben das jetzt nur mal als schneller Vergleich zwischen den einzelnen VÖ-Strategien und Arten von Indicator. Alles, was ich euch schon gezeigt habe, räumen wir einmal weg. Und jetzt direkt möchte ich euch einmal The Wonderful World of Ray Harryhausen Volume 1 vorstellen. Auch hier gibt es diese quasi Banderole um das Boxset, die ich eigentlich das erste Mal gesehen habe bei den deutschen CSI. DVD-Boxen noch. Limitiert ist das Set auf 6000 Stück. Das klingt für den deutschsprachigen Markt relativ viel, aber wie gesagt, bei Indicator gehen solche Dinge dann auch gerne irgendwann einmal out of print und werden schweineteuer. Was ich absolut großartig finde, ist auch hier auf der Box ein wirklich cooles Frontcover mit einem Motiv aus einem Film, wo es ein Oktopusmonster einen LKW zerdrückt und eine Frau darunter steht und sich denkt, ach,
Also dafür bin ich heute nicht aufgestanden. Während andere Leute tatsächlich versuchen, die Flucht zu ergreifen, haben wir dann hier unten noch einmal Creditangaben in klein zu den einzelnen Filmen. Hier oben noch einmal die Liste der Filme, die uns hier erwartet, nämlich genau gesagt die drei. Dann finde ich eben auch das wunderschöne Motiv, wie das hier auf den Spine fortgesetzt wird und eben mit dem umklammerten Big Ben. Hier finde ich auch ein wunderschönes Bild einfach auf dem Spine allein ergibt. Außerdem dann auf dem Backcover einfach eine absolute arrow-eske Textlawine, was uns hier in dieser Limited Edition für grandioses Bonusmaterial erwartet, beziehungsweise noch einmal ein paar Informationen rund um diese Box. Das Einzige, das wirklich, wirklich Allereinzigste, was ich vielleicht bei den Indicator-Boxsets ein bisschen kritisieren kann, ist die Tatsache, dass es noch perfekt gewesen wäre, bei diesen Banderolen unten auch die jeweiligen Spine-Nummern anzugeben, weil so muss man im Regal quasi wirklich dafür sorgen, dass die Banderole nicht zufällig unten landet, weil dann würde man diese Spine-Nummern nicht mehr sehen können. Aber das ist tatsächlich, wie gesagt, Zocki, meckern auf hohem Niveau der Kanal. Aber wir können jetzt einmal einen Blick in dieses Set hineinwerfen. Da erwarten uns eben die drei Titel. Zuerst einmal, wie von Indicator gewohnt, in den Scannavo Keep Cases, unter anderem eben hier der Film It Came From Beneath the Sea. Und für den Fall, dass euch da ein Moment vielleicht ein bisschen bekannt vorkommt aus dem von Box Artwork. Okay, wirklich. Zum Beispiel eben vor allem das Element mit dem Big Ben, das hier verarbeitet wurde. Aber was ich hier sehr, sehr schön finde, ist, es ist nicht dasselbe Bild. Anders eben als zum Beispiel bei der Bloody Terror Box. Ein wunderschönes Bild. Vor allem irgendwie aber auch ganz witzig, wie hier dann die anderen drei Personen einfach wie damals eben per Ausschnittverfahren in das Bild integriert wurden und eigentlich mit dem tatsächlichen Bild so gut wie gar nichts zu tun haben. Dann zum Beispiel, was ich ganz besonders cool finde, ein Special sehe ich da gerade nur durch Zufall. Tim Burton Sits Down with Ray Harryhausen aus 2007. Ein offensichtlich Interview-Special, das muss ich mir definitiv anschauen. Wir finden dann auch diesen Film wieder als Double Disc Edition mit der Blu-ray und der DVD drinnen. Und hier, was für eine Überraschung, dann doch tatsächlich noch das Box Artwork hier in einer eben anders präsentierten Form, aber auch schön, wie das hier zum Beispiel verändert wurde, wie hier eben die Berge hineingezeichnet wurden, wie das adaptiert wurde für die Box. Gefällt mir eigentlich auch wirklich, wirklich gut und eben auch hier alternativ präsentiert, beziehungsweise in der Box eben nicht mit dem Indicator-Schriftzug auf den einzelnen Keep Cases, weil es eigentlich auch nicht notwendig ist, weil ja eh schon die Box quasi im gewohnten Design gehalten ist. Dann als zweiter Titel wartet 20 Million Miles to Earth mit einem offensichtlich übergroßen Godzilla-Verschnitt, der zu groß ist, um überhaupt auf das Cover zu passen, wo sogar der Typ dasteht und sich denkt: Holy hell, bin ich froh, dass das kein Film von Michael Bay ist, weil sonst müsste ich jetzt irgendeinen schlechten Witz über seine Dinosaurierklöten reißen. Und sie, die offensichtlich den Film von Michael Bay sich herwünscht und gerade in ihrem Kopf den Witz über die Dinosaurierklöten reißt. Aber wir schauen dann einmal auch hier nach innen, erwarten auch hier natürlich zwei Sets, eben zwei Discs, einerseits die DVD, andererseits die Blu-ray mit einem alternativen Cover-Artwork, wo der Zeichner offensichtlich ein paar Minuten später dann ein bisschen weiter weggegangen ist von der Szenerie und dann doch noch das ganze Monster einfangen konnte. Wobei mir dieses Cover-Artwork aus den bekannten Gründen des die Streifen links und rechts eigentlich gar nicht gefällt. Da ist das andere auf jeden Fall deutlich besser. Ähnlich wie eben bei dem kommenden X-Rated Eurocult Collection Media Book zu Killer's Moon, wo das eine Cover, nämlich sogar das, was mir besser gefällt und das, was ich mir geholt habe, dann auch diese komischen Streifen links und rechts hat. Aber nichts gegen dieses Cover-Artwork, was wirklich tatsächlich einfach furchtbar ist. Wo wir nämlich von Mr. Gulliver einerseits nur seine Beine sehen und andererseits nur seinen
offensichtlich gigantischen zensierten, aber wo wir mehr oder weniger eine Art Inhaltsangabe bzw. comichaften Szenenverlauf des Films dann auch noch einmal auf der Verpackung bekommen, warum auch immer, können dann auf dem Backcover wie gewohnt keine Inhaltsangabe des Films lesen, sondern das finde ich aber eigentlich ein bisschen schade bei den Indicator-Sachen, weil nachdem ich eben in ihrem Programm so viele Filme entdeckt habe, die ich bis jetzt noch nicht kenne, da ist auf jeden Fall dieses Bild deutlich besser. Alleine, was das für eine Dynamik ist, wie der Riese, wo die Leute mit der Leiter versuchen drauf zu klettern, dann gegen den Giganto-Alligator kämpft, das ist schon eigentlich ziemlich leibend. Aber, wo ich jetzt gerade komplett den Anschluss vergessen habe, was ich eigentlich sagen wollte. Ah ja, wo ich schon ganz gerne eigentlich die Inhaltsangaben irgendwo hätte, weil wie gesagt, im Programm von Indicator sind so viele Sachen dabei, die ich noch überhaupt nicht kenne, die mir noch überhaupt nichts sagen und wo ich einfach nicht auf den ersten Blick weiß, worum es geht, weil wie gesagt, bei... Keine Ahnung, bei dem Videospiel Schieß mit der coolen Waffe 8, Greetings Rob, brauche ich keine Inhaltsangabe mehr bei irgendeinem Call of Duty oder bei irgendeinem Nightmare on Elm Street oder irgendeinem Slasher-Verschnitt. Da kann man sich ungefähr denken, worum es geht. Aber bei dem Programm von Indicator, das eigentlich und mit den Spy-Nummern sowieso mich ein bisschen erinnert an die Criterion Collection, nur halt eben mit dem großartigen Unterschied, dass es noch nicht fast 1000 Titel gibt, sondern gerade mal so 20% davon im Best Case, was es ein bisschen leichter zum Sammeln macht, ist es auch ein Programm, was jetzt nicht ganz so extrem in der Kunstfilmszene verhaftet ist, in der ich mich überhaupt nicht wohlfühle. Deswegen besteht für mich auch überhaupt nicht einmal ansatzweise die Motivation, irgendeine Criterion Collection komplett zu haben, aber eben bei Indicator durchaus, auf jeden Fall, vielleicht investiere ich einfach die Kohle, die ich in der Vergangenheit bei Plain Archive ausgegeben habe, jetzt einfach bei Indicator und lasse es dort womöglich gut sein. Ein Gedanke, mit dem ich ja eh schon seit Monaten spiele, ihr kennt mich. Aber das war jetzt auf jeden Fall einmal das erste Ray Harryhausen Boxset. Wie ich finde, drei cool gestaltete Keepcase, ein wirklich großartig gemachtes und gestaltetes Buch als Begleitung. Das ist ein wirklich tolles, wirklich wunderschönes Set, das ich extrem gerne mittlerweile jetzt in meiner Sammlung habe.